Unsere neue Erkennungsmelodie. Carsten, Was machen wir heute? wir haben eine Verabredung. Habe ich gehört, was macht man heute? Carsten, wir haben schon zwei Heldinnen und Helden an die Hand genommen, also zwei Gruppen. Und jetzt im September steht die nächste Gruppe an. Und darüber wollen wir heute mal reden, und zwar über die Matrix-Heldenreise. Das hört sich spannend an. Was passiert denn da so? Was passiert da so? Wenn du dir einen Raum vorstellst, der noch nicht da war, bevor es alles gab, allein das geht schon nicht. Das sprengt ja jedes Gehirn. Aber ich habe ja vor 7 oder 8 Jahren die Frage gestellt, was war denn vor dem Urknall? Da dachte ich mir, da gab es ja noch nichts. Da kann es noch nichts gegeben haben. Aber allein sich das vorzustellen, setzt voraus, dass du in völlig abstrakten Welten unterwegs sein musst, die dich von der Vorstellung befreit, da gäbe schon irgendetwas, das große Nichts. Und das habe ich versucht, laborantisch zu simulieren. Und es ist mir gelungen. Ja, das macht diese drei Mittel so einzigartig, weil sie eben nur mit Konstanten arbeiten. Also ich sage bei der Matrixreise immer, ich würde so gerne Filme drehen. Denn die Teilnehmer, die erzählen so blumig und so echt über Welten, die man so im normalen Tagesbewusstsein nicht wahrnimmt. Und manchmal kann ich riechen, was sie riechen, und sehen, was sie sehen, und fühlen, was sie fühlen, auf dieser Reise, in die sie sich begeben haben, mit diesen drei Mitteln. Sehen ganz unspektakulär aus, oder? Genau. Carsten, erzählst du ein bisschen was zur Matrix, und dann erzähle ich, ja, wieso der Ablauf ist? Ja, also Matrix ist im geläufigen Verständnis etwas, wo wir unterwegs sind. Und wie sagst du so schön, da sind wir irgendwie gefangen, oder da sind Figuren unterwegs, die führen uns an der Nase herum. Das ist nicht unsere Welt. Ja, es gibt auch ein paar Filme, der heißt übrigens Matrix, der Klassiker. Und die Tribute von Panem gehören auch in die Kategorie. Wir haben uns vorgenommen, diejenigen zu führen, die aus dieser Kulisse herauskommen wollen und hinter den Vorhang blicken möchten und dann auf die Schöpferebene der eigenen Matrix zu kommen. Und ich habe es, glaube ich, mit der Überschrift formuliert, zurück zu fernen Zielen. Erinnerst du dich? Es geht ums Erleben, genau. Und ich habe es für mich, so wie du hast die Worte genommen, so gesagt, wirklich hinter den Vorhang zu schauen, also sich wirklich hier so einen Spalt aufzumachen und zu gucken, was ist denn dahinter, ja? Und es ist allen gelungen, die Reise bis jetzt mit uns gemacht haben, ein Stück weit dahinter zu schauen und in Welten einzutauchen, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Wir haben einen Vorbereitungsabend, das heißt, da treffen wir uns alle Teilnehmer. Die Gruppengröße ist auf 50 Teilnehmer begrenzt. Und wir treffen uns, besprechen, wie die Rituale zu machen sind, und werden uns an 9 Terminen, also wir sind dann fast 10 Wochen zusammen, wir werden uns einmal in der Woche treffen und uns austauschen, was erfahren wurde, was erkannt wurde. Manche Dinge darf man einfach nochmal nacharbeiten, denn wenn wir anfangen, den Vorhang zu öffnen und dahinter zu schauen, werden uns auch für bestimmte Verstrickungen bewusst oder Verabredungen, in denen wir noch stecken, und wir merken dann, wir sind gar nicht so wirklich frei. Und da gilt es dann hinzugucken und es aufzulösen und freizugeben und dadurch noch näher an den eigenen Kern zu kommen. Der Vorbereitungsabend ist am 18.09. Wer dabei sein mag, mag sich anmelden. Und wir stellen eine Telegram-Gruppe zur Verfügung,
eine geschlossene Gruppe, eine private Gruppe, wo ihr euch dann auch austauschen könnt, weil das wird es sicherlich brauchen, weil ja ihr seid dann quasi Wegbegleiter. Also ihr alle, die dann da zusammen sind, begleiten sich für diese 10 Wochen und darüber hinaus, also beide Matrixgruppen aus der Vergangenheit, die existieren noch und die treffen sich noch, um ja vielleicht noch weitere Schritte und noch weitere Reisen anzugehen. Genau, also wir freuen uns. Ich freue mich wieder sehr, sehr, sehr auf die Matrix-Heldenreise, die wir dann im September starten. Wirklich zur Tag- und Nachtgleiche am 21.09.23. Okay, spannend. Carsten, bis dahin. Bis dahin Wir begegnen uns. in der Matrix Herbst 23. Die mutige Steffi beginnt. Wieso? Ich habe doch zweimal geschwänzt. Das heißt, du musst heute noch was nachliefern. Verstehe. Ich muss nachliefern, genau. Ja, es ist einfach eine Erlebnisreise. Das war ich selbst. Das den einzelnen Menschen, würde ich sagen. Und ja, schade, dass es eigentlich schon vorbei ist. Am liebsten würde ich weitermachen. Also bei mir ist es so, dass mein Leben ist ein anderes wie vorher einfach. Mein Fühlen ist ein anderes wie vorher. Schon zu Beginn die energetischen Prozesse, die da gestartet sind, das ist einfach der Wahnsinn. Das kann man nicht erklären. Also das ist nicht der Wahnsinn, das ist einfach nicht in Worte zu fassen, sage ich. Und mit eurer Hilfe und mit den Matrix-Wässerschen ist es gelungen, wirklich mal bei mir in die Tiefe zu kommen und mir selber zu begegnen. Und das war ein Erlebnis und ja, ich bin bereit und war bereit und bin auch weiter bereit zu springen. Und ich gelangte in eine komplette innere Leere. Ich erreichte quasi den Nullpunkt. Daraus entsteht jetzt etwas Neues, das sich noch klarer zeigen wird. Ich bin mich selbst geworden und viele Menschen um mich herum sagen unisono, dass ich ein anderer geworden bin. Viel klarer und authentischer. Das Interessante ist, dass ich die Reise begonnen habe, weil ich gefühlt habe, es gibt keine Frage mehr im Außen, die mir irgendjemand beantworten kann. Ich muss die woanders stellen, nämlich bei mir, und war gespannt auf die Antworten. Und jetzt ist es so, dass die Fragen, ich will nicht sagen, nicht mehr da sind, aber die haben sich verändert und sind weniger geworden. Und die Antwort kann mir keiner mehr geben, das kann nur ich. Also ich fand es ganz, ganz bereichernd. Auch die Beiträge von allen Mitreisenden, ob das jetzt über Video war oder auch einfach nur im Chat. Ich fand es sehr, sehr bereichernd und habe mich in sehr, sehr vielen Themen, auch wenn ich vielleicht andere Themen durchlebt habe, wieder gefunden und konnte ganz, ganz viel mitnehmen. Also, ich bin sehr froh, dass ich den Mut gehabt habe, hier dran teilzunehmen. Ja, wie fühle ich mich? Ich fühle mich wie in der Trilogie Herr der Ringe, die Gefährten, also wie am Anfang einer noch weitergehenden Reise. Und es hat sich irgendwie alles gefunden und jetzt geht es, glaube ich, erst noch richtig los. Danke für alles. Wir danken. Und das haben wir jetzt hier alles zusammen über Zoom. Also da sehe ich auch die Vorteile von. Und dieser Mix, der ist auch unschlagbar, weil in jeder dieser Regionen wirkt ein anderer Geist und der trägt hier mit. Ich habe mir zwar Gedanken gemacht, allein wie die Zahl Pi da reinkommt, also eine irrationale Zahl, die ja unendlich ist, wie sowas Unendliches, ein endliches Fläschchen kommen soll. Aber er ist, wie gesagt, für mich keine Bedeutung. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich jetzt noch neugierig darauf bin, diese anderen Welten kennenzulernen. Ich habe durch die anderen und deren Erzählungen erfahren, was da los ist, aber vielleicht brauche ich es auch gar nicht. Also ich
habe zwar, ich fühle schon, dass da bei mir einiges aufgedeckt werden könnte, aber ich weiß nicht, ob es erforderlich ist und deswegen bin ich erstmal sehr zufrieden und glücklich, so wie es jetzt ist. Du hast gesagt, es ist nicht ruhiger, es ist leichter in dir geworden, oder was hast du gesagt? Ja, ich habe eine neue innere Heiterkeit erfahren, also dass ich Dinge nicht mehr so wichtig nehme, nicht mehr so ernst nehme. Gleichwohl bin ich immer noch stark im Kopf verankert, also mit dem Fühlen, das ist bei mir nicht so, aber ich gebe mir Mühe, das zu praktizieren. Wie es vorhin schon jemand gesagt hat, diese Puzzlesteinchen, die dann beim anderen erzählt werden und beim anderen dann sozusagen in das ganze Mosaik reinpassen, ist schon faszinierend. Also ich bin begeistert und ich habe so viel Zeug gemacht. Ich weiß nicht, wie viel dynamische Meditationen, wo du, und ich glaube, ich war in 100 Schwitzhütten drin gehockt und habe Dinge losgelassen und sie sind immer noch am Bein kleben geblieben. Jetzt so einen Schlüssel gefunden zu haben, die Dinge wirklich zurückzugeben an den Ursprung. Das hat den ganzen anderen Sachen, die ich bisher erfahren habe, gefehlt. Und es ist einfach genial. Das ist, jetzt gehen wir die Worte aus. Und vielen Dank, dass ich mit euch gemeinsam den hohen Berg erklimmen durfte, dass ich raufgekommen bin. Schon mit viel Ach und Weh und Schnaufen und ich weiß nicht, will ich noch weitergehen? Aber es hat sich echt gelohnt. So, auf die Frage hin, ob ich das jemand empfehlen würde, ja, auf jeden Fall. Es verändert einen selbst. Man hat mehr Erkenntnisse, die man bekommt. Irgendwie auch, es verändert sich viel. Es ist schwer zu erklären, aber es verändert sich. Ihr beiden habt das einfach phänomenal gelöst. Also sehr, sehr ergänzend und ja, also ganz, ganz toll. Hut ab. Sehr empfehlenswert und vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich würde es jedem empfehlen, der mutig ist und sich wirklich mit seinen Dämonen auseinandersetzen möchte. Und ich danke euch allen in der Gruppe. Ihr seid mir alle ans Herz gewachsen. Und also ich kenne wenige Leute, die so bekloppt sind, dass sie das machen würden, ehrlich gesagt. Ich finde, dazu gehört Mut oder aber, dass man schon oft an einem Abgrund gestanden hat, dass du weißt, es wurscht, kann eh nichts mehr passieren, springen. Jeder, der sich angesprochen fühlt, soll sich unbedingt auf diese Matrix-Heldenreise begeben. Das ist der Hammer. Und ich bedanke mich bei allen, weil ich mich sehr auch getragen gefühlt bei den Erzählungen und auch jetzt das Gefühl zu haben, alle sind echt da, die hören total zu. Und ich danke euch allen. Es ist ein Geschenk, hier dabei zu sein. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Carsten, Christina und alle anderen. Und ja, schade, dass wir uns persönlich nicht sehen. Das wäre natürlich wahnsinnig spannend. Ein Bootcamp, wo wir uns alle sehen, würde ich sofort mitmachen. Ich überlege gerade auch, Carsten, wir müssen vielleicht doch mal was genommen, was Größeres machen, mal sehen. Ja, es wird darauf hinauslaufen. Wir haben jetzt so viele Gruppen gegründet, die durch das, was wir hier veranstalten, durch das, was wir ins Leben gerufen haben, sind jetzt so viele Pflanzen entstanden, Keimlinge, die jetzt in ihrer eigenen Erde wachsen und jeder wird seine Früchte zutage fördern. Und wir werden irgendwie was finden, um diesen Blumenstrauß irgendwann sichtbar zu machen. Und das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir vielleicht mal ein ganz großes Treffen im Jahr, wo alle, die irgendwelche besonderen, merkwürdigen, komischen Sachen gemacht haben, dass wir die zu einem großen Lagerfeuer einladen. Also danke, Carsten, für diese 9 Wochen und euch allen auch danke. Und ich freue mich wirklich, 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 egal wann, aber wenn wir uns begegnen. Danke euch.